Das ist jetzt mal ein ungewöhnliches Video für 3D-Drucker. Was weniger ungewöhnlich ist, dass ich mal wieder über Dinge rede, von denen ich überhaupt nichts verstehe. Und zwar hat mich eine Firma angeschrieben, ob ich nicht ihr Produkt mal testen möchte. Mit dem schönen Namen, da, Cure 3D Maker Edition. Cure, also dass wenn man das E umdreht, dann ist Cure die Heilung. Und wenn man Maker Edition mit ME abkürzt, dann kommt daraus Cured Me, hat mich geheilt. Nettes Wortspiel. Aber immerhin, ne? Da muss man sich ja mal freuen. So, und ich habe gesagt, ja klar, immer her damit, ne? Muss man ja haben. Und guck mal hier, kann man so eigentlich schön das Banshee schaukeln lassen. Ne? Und dann habe ich erstmal festgestellt, als die Software da war, dass ich gar nicht so genau weiß, wofür das eigentlich ist. Es ist natürlich schwierig, darüber ein Video zu machen, über etwas, über eine Funktion, die man nicht so richtig durchschaut. Ich dachte erst, das wäre ein Druckprogramm und dachte mir, Mensch, ey, cool, dann kann ich ja endlich mal was Besseres als hier immer nur Cura benutzen. Ne? Der Name war so ähnlich, da dachte ich, da stellte sich heraus, nee, das hatte ich völlig falsch verstanden. Es geht hier um Reparatur von STL-Dateien. Da habe ich gedacht, ja Mensch, wann muss ich denn mal STL-Dateien reparieren? Doch, hat es schon gegeben. Wenn man irgendwas von Thingiverse runterlebt, dann das anfängt zu drucken und dann feststellt, oh, so wird das aber nix. Das passiert nicht oft, aber das passiert durchaus. So, und ich werde jetzt öfter mal zitieren von dem aus der E-Mail der betroffenen Hersteller. Und dabei werdet ihr nicht viel sehen, weil ich lege überhaupt keinen Wert darauf, dass ihr meine E-Mail-Korrespondenz sehen könnt. Sondern stattdessen seht ihr wahrscheinlich einfach nur irgendwie so einen hellen Fleck oder sowas, den ich irgendwo vom Desktop genommen habe. Aber ich möchte euch das nochmal erzählen, weil ich möchte auch nichts Falsches erzählen dazu. Und zwar, ich fasse das mal zusammen, was er geschrieben hatte. Das ist ein Team, die an eine Konkurrenzsoftware zu Autodesk NetFab mit Doppel-B entwickeln wollten und natürlich vertreiben, ist klar. Die sind seit 2016 auf dem Markt. Und das ist Cure 3D ohne ME, also ohne die Maker Edition hinten dran. Wobei Maker, das sind wir, ne? Also wir sind die Maker. Und das ist eine 3D-Druckstufe, Druckvorstufe, die das Drucken unmöglicher STLs möglich machen soll. Und das auch noch extrem schnell, also sehr viel schneller auch als die professionellen Geschichten. So, in welcher Größenordnung wir damit arbeiten, mal zur Erklärung. Cure 3D, also die nicht verkleinerte Version, kostet 3.000 Euro pro Jahr. Das ist also schon was für Leute, die sehr intensiv mit interessanten Dateien arbeiten müssen. Offenbar gibt es einen Markt dafür, den ich unmöglich beurteilen kann, weil, um Gottes Willen, ne, wann arbeite ich denn mal wirklich mit professionell mit 3D oder sowas? So, und von diesem 3.000 Euro teuren Programm haben sie eine kleine Schwester gemacht für 49,99 über Steam. Wer jetzt ganz gewieft ist und ganz fix, der könnte natürlich jetzt zum Halloween-Special deutlich billiger nochmal rankommen. Wer den Halloween-Special verpasst hat, das tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid. Ich wollte dieses Video auch viel früher machen, aber tja. Es kommt davon raus, wenn man sich die geabboten Programme nicht vernünftig ansieht, nicht schnell genug ansieht. Egal, wie dem auch sei, man muss allerdings bedenken, dass die ME-Version, also die preiswerte Version, nicht für von Gewerbetreibenden, also nicht für das Gewerbe benutzt werden darf. Ich zitiere hier nochmal eben, bla 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 bla. Und, ja, wo steht's denn einfach? Egal, irgendwo steht hier jedenfalls, dass in der ME-Version, dass sie fast alles kann, was die teure Version auch kann, nur eben entscheidende Dinge, die man für eine gewerbliche Nutzung bräuchte, die haben sie natürlich rausgenommen. Ich vermute mal, das sind die ganzen Detaileinstellungen. Warte mal, ich hüpfe hier mal rum, wo steht's denn hier nochmal? Oh, noch ganz wichtig übrigens. Die sind nicht so, ja, wir vertreiben jetzt unser Programm, sondern, habe ich auch wieder vergessen zu erwähnen, es gibt auch eine 14-Tage-Demo, die ist natürlich kostenlos, die kann man sich auch reinpfeifen. Auch bei Steam müsste sie zu kriegen sein. Zurück nochmal zum Team, das ist nicht so, dass die jetzt also ein Programm haben und das verkloppen die jetzt und gut ist, sondern, da das nur eine Handvoll von Leuten ist,
Wenn einer kommt und sagt, du, da habt ihr aber noch etwas, das könntet ihr besser machen oder das möchte ich aber gern so oder so eine Option wäre toll, das nehmen die auch tatsächlich an und programmieren das denn auch. Also die sind, haben noch große Ohren. Das ist gerade der Sinn und Zweck dieser Makers Edition, dass man dieses Programm möglichst an einer breiten Basis zur Verfügung stellt und dass diese Basis dann sagt, Mensch, die Funktion wäre noch toll und die Funktion wäre noch toll. Das finde ich also schon mal sehr erfreulich, solche Geschichten. So, habe ich jetzt praktisch damit auch schon gearbeitet? Ja, selbstverständlich. Ich habe zwar nichts Sinnvolles damit geschaffen, aber ich habe schon mal rumexperimentiert. Und zwar hatte ich vor längerer Zeit mal einen Kawasaki-Schlüsselanhänger für mein Motorrad gemacht mit Tinkercad. Das ist hier der etwas hellere Bursche. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so dünnere, gebogene Sachen hat und druckt die dann mit 10% Infill, dann macht Tinkercad da gerne etwas, was hier hohl ist. Dann entsteht eine äußere Shell und eine innere Shell und die beiden sind dann mit nichts, durch nichts miteinander verbunden. Vielleicht kommt Makerware einfach nicht klar damit. Deswegen habe ich mir gesagt, Mensch, den STL, oder ganz langsam, den STL hiervon habe ich mal durch dieses QMI-Programm gejagt. Da kam dieses dann dabei raus und deswegen habe ich sie so schön direkt nebeneinander gelegt. Ich kann auch vorausschicken, wenn man das druckt, sieht man keine Unterschiede. Das Ganze dann ist nur 10 cm lang, also mit bloßem Auge erkenne ich nach dem Druck keine Unterschiede. Ihr seht aber, irgendwas wird hier gemacht. Hier unten zum Beispiel ist die Basis etwas verbreitet, hier ist die Kante geglättet, hier auch. Also das, was hier so brutal scharfkantig ist, ist hier alles etwas abgerundet. Und man kann es auch hier sehr schön sehen. Also das Programm arbeitet da tatsächlich dran rum und das tut es sehr, sehr schnell. Also eine Bearbeitungszeit bei diesem Ding ist praktisch nicht feststellbar gewesen. Da ich selber, wie gesagt, nicht wirklich die Ahnung habe, habe ich nochmal hier auf die Homepage der Jungs geguckt. Und hier steht einiges drin, was das Programm, Klammer auf, vermutlich die Vollversion, Klammer zu, alles kann. Vermutlich macht das die Billigversion, also die Makers Edition auch. Nur eben kann man die Parameter nicht einstellen. Sie haben mir auch angeboten, die 3.000 € teure Vollversion zu mir zu schicken, damit ich dann rumteste. Aber ganz ehrlich, da kriege ich Angst, wenn ich solche Beträge höre. Selbst wenn sie mir die schenken wollten, weil ich kann das Ding nicht beurteilen. Und das wäre voll blöd von mir, wenn ich sage, ja, schick mal 3.000 € Software hierher und ich gucke mir das dann an und finde das dann ganz toll. Nee, ne? Also, was kann das Ding? Automatisches Skalieren. Automatisches Wände aufdicken. Also das finde ich extrem angenehm. Wenn ich mir vorstelle, was ich alles schon vergrößert oder verkleinert habe, gerade verkleinert, und habe dabei die Wände natürlich mit verkleinert und alles dünn war, da war es zwar kleiner, aber so dünn wie Alufolie, das wäre zum Beispiel eine tolle Sache. Automatische Korrektur überlappender Flächen. Weiß ich jetzt gerade nicht, wofür man das brauchen würde. Normalerweise merkt man hinterher die überlappenden Flächen ja gar nicht, aber wahrscheinlich verstehe ich das einfach nur falsch. Automatische Korrektur falscher Normalen. Also ich kenne so persönlich eigentlich überhaupt nur falsche Normalen. Ich bin einer davon. Wahrscheinlich bin ich der normale Falsche oder so. Automatisches Schließen von Lücken, extrem geil. Gerade wenn man so von irgendwelchen Leuten irgendwelche Dateien kriegt und ja, sagt, mach mal. Automatische Anpassung an das Druckpad, ja, ist auch schön. Okay, mein Druckpad, also meine Makerware, die macht das auch. Ich arbeite allerdings auch nicht professionell. Jeder 3D-Drucker, das ist schön. Weil wir wissen alle, der Beiser liebt diese 3XG oder wie sie heißen, Dateien, kommt mit normalem G-Code nicht klar. Jede Auflösung ist auch toll. Cut-Slider, was mag ein Cut-Slider sein? Ich vermute mal, dass man damit einfach unten irgendwas abschneidet, was sonst unten drunter ist und man überhaupt nicht braucht. Oder wenn so einzelne Teile in der Luft hängen. Da muss ich dann normalerweise, um die zu entfernen, muss ich dann wie Blender oder sowas aufrufen, mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann. Das ist für mich jedes Mal eine schwierige Aktion. Wandstärkenanalyse, ja, siehe hier Schließen von Lücken und Wandstärken, das finde ich schon mal geil. Stapelvereinfachung ist sowieso klasse. 3D-Modell-Vorschau im Explorer haben wir, glaube ich, gerade gesehen, als ich das Banshee da durch die Gegend geschaukelt habe. Und bald noch mehr gefällt mir sowieso am besten. Ja, Dateiformate, ne? Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Eine Menge, eine ganze Menge. Mindestsystemanforderungen, es muss ein 64-Bit-System sein. Windows 7, 4 GB, 150 MB und DirectX 11 taugliche Klack und so weiter. Ne? Da die kostenlose Testversion gibt es. Dann hatten sie mir hier noch ein mitgeschickt. Wo habe ich das denn wieder versteckt? Ah, habe ich bestimmt.
Nee, muss ich über die E-Mail nochmal eben aufrufen. Also knipse ich noch ein bisschen hin und her. Ach genau, das hatte ich hier in den E-Mails einfach unten angehängt, war das. Knips, knips, knips. Wahrscheinlich seht ihr gerade wieder nichts, aber das ist Absicht. Da sind die Anhänge. So, da ich gesagt habe, dass ich mit so professionellen Sachen eher nichts zu tun habe, haben sie gesagt, Mensch, dann schicken wir dir einfach mal eben ein paar Demos. Und zwar, mal gucken, wie wird das jetzt angezeigt? Windows-Fotoanzeige, ja, von mir aus. Ist so gut wie jeder andere. So, da ist ein großes Fragezeichen. Ich vermute mal, dass da jetzt irgendwas angezeigt werden sollte, was aber nicht angezeigt wird. Hüpfe hier mal wieder raus, hüpfe zum nächsten Bild. Aha. So, da haben sie Pfeilchen hingemalt. Ja, also ich kenne erstmal schon mal diese Anzeige hier überhaupt nicht. Das ist halt, wie heißt das hier? Great Wave oder Get Wave? Also es ist jedenfalls professionelle Software, mit der ich überhaupt nicht umgehen kann. Aber da sie hier Pfeilchen hinmachen, gibt es hier offensichtlich ernsthafte Probleme. Wahrscheinlich meinten sie mit hier freischwebende Dreiecke. Ich kann nämlich hier teilweise das Grid unten durchsehen. Daher vermute ich mal, dass es hier transparent ist. Und dann haben wir hier Teile, die in der Luft schweben, die so nicht gedruckt werden können. Und wenn man natürlich nicht selber der Entwickler ist, sondern da kommt einer und sagt, hier, druck mal, ja, dann kann man jetzt so bedauernd die Schulter zucken und sagen, ja, netter Versuch, aber wir schicken dir das Ganze zurück. Ja, dann nächstes Bild. So, ich denke mal, ich kann nur vermuten, dass jetzt, ich kann es hier, ich versuche das immer zu drehen, obwohl das hier nur ein Foto ist. Ich vermute mal, dass es jetzt, nachdem Cure damit fertig ist und entsprechend diese Dreiecke nicht mehr in der Luft hängen, sondern eine die Umgebung angepasste Oberfläche haben. Wie gesagt, kann ich leider nur raten. Und was haben wir da? Ne, das ist ein STL. Das ist wahrscheinlich das ursprüngliche. Ja, warum eigentlich nicht? Ich kann ja mal versuchen, das STL zu laden. Hier ist allerdings eine Endung hinten dran. Nö. Öffne mal mit MakerBot. Versuchen wir das doch mal, ob man das da darstellen kann. Das ist eigentlich ein Raumschiff. Das hätte auch in der Luft schweben können. Okay, jetzt drehen wir das Ding einfach mal eben. Das ist ein bisschen mehr Platz. Mache ich so groß, wie ist hier die Plattform her? Also, Makerware ist scheinbar hoffnungslos überfordert schon mit der Darstellung. Tja, da ist doch irgendwie. Was ist dieses helle Dreieck hier? Das ist doch keine Lichtspiegelung von irgendwas, oder doch? Hier. Das hier. Das scheinen doch die Problemecken zu sein. Nee, also offensichtlich ist Makerware vollkommen damit überfordert, diese Datei, um die es geht, auch nur anzuzeigen. Oder Makerware erkennt die Problemzonen nicht mal. Das kann auch gut sein. Tja, also wie dem auch sei, mit diesem überaus beeindruckenden Bildchen lasse ich es mal gut sein. Am besten, ihr guckt einfach mal auf die Homepage. Ist das hier die Homepage? Ich denke schon, ne? Resource, das ist der Hersteller. Ich mache mal extra, dass ihr auch das erkennen könnt hier, wo die Homepage ist. Denn ich denke mal, dass da so viele Fragen auftauchen, die ich euch nicht beantworten kann, weil ich einfach, wie gesagt, überhaupt nicht professionell bearbeite und diese ganze Thematik nicht habe. Downloads, was gibt's da? Online-Präsentation, Cure 3D. Maker Edition hier, genau, das ist das, wovon wir gerade reden. Das ist der teure Bruder. Pressematerial, ja, das ist was für euch, Leute. Ich kann eigentlich nicht mehr machen, als das hier also einfach mal so in die Landschaft zu stellen und zu sagen, hui, ich kann ein Dingi drehen lassen. Und ja, wenn ihr sowas irgendwie braucht und benutzt, guckt's euch mal an. Sie haben mir glaubhaft versichert, das ist eine revolutionäre Arbeitsgeschwindigkeit, das Ganze. Ihr seht hier in meiner Vollversion, die ich hier habe vom Cure Maker Edition, steht auch drin, keine kommerzielle Nutzung. Ne? Also wenn ihr Copy Shop habt für 3D, dann dürft ihr hiermit also nicht irgendwie euren Krimskrams machen, sondern nicht wahr. So, Vergrößerung, Verkleinerung geht natürlich auch hier, aber
zieht euch einfach die Demo-Version bei Steam, das ist, glaube ich, das Einfachste. Und jagt da mal ein paar Dateien durch. Ja, man merkt, ich habe heute schon einige Videos gemacht. Ich bin schon ganz heißer geworden, jawohl. Ich danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es irgendeinen dieser Zuschauer gibt, die wirklich sagt, boah, nur 3000 Orken, das ist ja der Knaller. Weil dann habe ich irgendwas Nützliches bewirkt. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwen für die ganze Geschichte begeistert habe. Weil, wenn die schon so nett sind, mir hier irgendwelche Software ins Gesicht zu schleudern. Und ich kann mich vor allen Dingen wichtig fühlen, wenn ich sowas machen darf. Obwohl ich überhaupt nichts von dieser speziellen Thematik verstehe. Dann hoffe ich doch, dass ich den auch in den Umkehr... Also meine Zunge ist ganz ausgeleiert. Ich glaube, ich muss eine neue reinschrauben. Ich brauche ja auch ein neues Hüftgelenk oder zumindest einen neuen Flachmann. Oder ich kaufe mir einfach mal ein paar neue Gummistiefel, das wird es auch tun. Mein Gott, rede ich ein Blech. Aber so ist das, wenn alt und schwach wird. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich damit irgendetwas Positives bewirke, dass die Jungs jetzt Umsätze haben ohne Ende. Leider habe ich nichts davon, aber immerhin, ich fühle mich wichtig. Das ist doch das Wichtigste. Ich fühle mich wichtig, das ist das Wichtigste. Das gefällt mir grammatisch noch nicht. Das hat semantisch nicht die Ausstrahlung, die ich von mir erwarte. Most important. Englisch ist rein. Egal! Ich rede immer mehr Blech, Digga. Ich rede, das ist ja grauenhaft, Leute. Also, ich hoffe jedenfalls, ihr hattet euren Spaß. Die Entwickler haben ihren Spaß. Ich hab meinen Spaß und überhaupt haben wir alle Spaß. Danke fürs Zugucken.